Herzlich willkommen zurück in Track 5. Wir hören jetzt einen Vortrag Performance, Flaschenhälse ins Identifizieren, Vorbereitung eines Webshops auf die Hochsaison. Und das Ganze wird gehalten von Leopold Kellers. Der hat theoretische und mathematische Physik in München studiert und ist seit 2017 bei TNG. Und von Dr. Lukas Döring, der hat in Bonn Mathematik studiert und Leipzig ebenfalls in Mathematik promoviert und ist seit 2016 bei TNG. Und eigentlich ist das Projekt ein schönes Beispiel dafür, wie man einen Kunden beim Wachsen begleitet und dann die ganz typischen Fragestellungen, die halt aus der Praxis kommen, theoretisch beantwortet werden müssen, um halt einfach dieses Wachstum auch vorzubereiten und möglich zu machen. So viel von mir und ich freue mich auf einen sehr spannenden Vortrag. Lukas und Leopold, ihr seid an der Reihe. Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung. In unserem Vortrag möchten wir ein bisschen von den Erfahrungen berichten, die wir im vergangenen Herbst bei der Vorbereitung eines Online-Shops auf das Weihnachtsgeschäft sammeln konnten. Genau, das Kundenprojekt, wie gesagt, ist ein Online-Shop, der in den letzten Jahren eigentlich ein deutliches Wachstum verzeichnen konnte. Und auch im vergangenen Herbst war im Grunde die Erwartung der Stakeholder, dass es so weitergehen würde oder könnte. Das Jahr 2019 hatte die hohen Erwartungen bis zum Herbst weitgehend erfüllt. Und wenn man sich mal vor Augen führt, dass kurz mal aus dem letzten Jahresdrittel bis zum doppelten Umsatz pro Monat gemacht wird gegenüber den Sommermonaten, ist auch klar, dass kurze Ausfälle bereits große Umsatzeinbußen bedeuten können und in dem Fall in jedem Fall zu vermeiden sind. Der Zugriffspeak durch Kunden geschieht typischerweise um Black Friday herum, also Ende November, sodass sich im Webshop, auf Applikationsseite, alle Vorbereitungen auf diesen Tag konzentriert und man eigentlich davon ausgehen kann, dass sobald Black Friday dann gut überstanden ist, auch die restliche Weihnachtssaison erfolgreich verlaufen wird. Jetzt ist es allerdings so, dass man bloß weil jetzt beispielsweise im Jahr davor, also im Black Friday 2018, alles in Ordnung war, es nicht so sein muss, dass auch im Black Friday 2019 alles in Ordnung sein wird. Das kann einerseits liegen am natürlichen Wachstum durch zusätzliche Kunden. Das hier ist ein Plot der Zugriffszahlen zwischen Black Friday 2018 und Herbst 2019, Anfang Oktober. Hier sieht man eben diesen Zugriffszahlen-Peak um Black Friday herum, im Weihnachtsgeschäft allgemein. Das geht auf ein normales Maß zurück im Januar bis hin zu Ostern, wo durch Sonderaktion nochmal ein neuer Peak zu beobachten war, der im Grunde schon vergleichbar war mit dem, was am Black Friday zu sehen war. Und ab dem Spätsommer, so ab Juli, August, wechseln tatsächlich auch im Alltagsgeschäft sozusagen die wachsen die Zugriffszahlen. Und die offene Frage, an der vor dem hier steht, ist dann eben, wie groß wird der Peak am Black Friday 2019 ausfallen und kann das Setup den so, kann man es mit dem aktuellen Setup bestreiten? Neben diesem Wachstum durch zusätzliche Kunden gibt es so etwas wie eine natürliche Performance-Erosion, einfach durch neu implementierte Features, die halt Performance-Impact haben können. Oder auch einfach das Wachstum des Datenbankvolumens. Durch größere Tabellen können sich Zugriffspläne ändern, die dann sich auch möglicherweise negativ auf die Performance auswirken. Das Ziel für uns war, zusammen mit den internen Kollegen des Kunden auch, eben vor Black Friday 2019 nachzuweisen, dass der Webshop in einem realistischen Szenario möglichst hohe Zugriffszahlen erreichen kann. Und bevor wir zu den konkreten Problemen kommen, die wir im Rahmen der Vorbereitung da lösen mussten, wird Leo zunächst einen Überblick über das Setup des Webshops und auch der Lasttests geben. Ganz genau. Genau, also bevor wir mit den konkreten Beispielen einsteigen, hier der kleine Überblick. Das Setup sieht so aus, jetzt relativ grob vereinfacht, ist noch traditionell geprägt. Also das meiste, insbesondere der Kern, ist nicht in Microservices oder gar Serverless überführt. Es ist nichts übertrieben Wildes, aber es ist dann doch schon einigermaßen komplex zumindest. Also der Endnutzer an seinem Endgerät, sitzt vor der Webseite oder der App, kommt dann im Internet bei unserem Content Delivery Network raus. Mit ein bisschen Glück kriegt er da direkt eine Antwort, wenn es statische Ressourcen sind. Ansonsten geht es weiter zu unserem Kunden. Das ist das grün hinterlegte, wobei einige der Komponenten extern gemanagt sind. Der Load Balancer verteilt dann den Request an einen der Server im Cluster. Das Gelbe ist der eigentliche Webshop, bestehend aus so und so vielen Maschinen mit jeweils einem Webserver drauf, dem Application Server, in dem unsere Shop-Software läuft. Statische Ressourcen werden da ausgeliefert und die Maschinen in dem Cluster kommunizieren natürlich auch alle untereinander und bedienen sich oder reden mit den Datenquellen und Datensenken. Also wir haben da einen Kafka, eine Elasticsearch, eine Datenbank, ein NFS.
Und ein paar von den Servern im Cluster, die kriegen keine Endbenutzer ab, sondern die sind exklusiv reserviert für die Kommunikation mit internen Systemen. Zum Beispiel der Customer Server kann darauf arbeiten. Customer Service kann darauf arbeiten. Die Randbedingungen bei unseren Kunden sind so, dass das Testen im Großen und Ganzen eigentlich recht angenehm ist. Allen voran, wir sind einfach von außen erreichbar. Das heißt, wir können aus irgendeiner Cloud heraus Nutzer simulieren, ohne große Verrenkungen. Die Endpunkte sind relativ einfach strukturiert. Ich meine, es sind halt Gets und Post. Es ist jetzt nicht so, dass man über komplexe Formulareingaben besonders teure Prozesse anstoßen würde oder so. Die Endpunkte halten sich meistens an bestimmte Datenquellen. Da kann man im Prinzip zwei nennen. Einmal der Elasticsearch, aus dem kommen Übersichtsseiten mit vielen Produkten, zum Beispiel der Kategoriebaum, oder auch die Produktsuche läuft darüber. Der Elasticsearch wird dann in regelmäßigen Abständen aktualisiert und dabei wird dann in Kauf genommen, dass die Daten vielleicht mal nicht 100% aktuell sind, sondern 5 Minuten veraltet. Da kann dann mal ein ausverkauftes Produkt dabei sein oder so, aber ohne das hätten wir einfach gar keine Chance, die Last überhaupt zu stemmen. Die Produktdetailseiten dann hingegen, von da, wo man, von denen aus man dann Sachen direkt in den Warenkorb legen kann, da müssen die Angaben dann wirklich stimmen, insbesondere der Preis, da darf nichts veraltet sein. Die kommen dementsprechend aus der Datenbank, so wie viele andere Seiten auch. Was das Testen auch angenehm macht, ist, dass wir Käufe nicht mittesten müssen, einfach weil sie relativ selten passiert, und zwar selten in dem Sinn, also schon mehrmals pro Sekunde, aber es ist eigentlich vernachlässigbar im Vergleich zu der Last, die dadurch entsteht, dass Kunden sich den Shop anschauen, wo die Requests einfach in ganz anderen Größenordnungen auf uns einprasseln. Und die Käufe tatsächlich zu testen, das würde einen gewissen Aufwand implizieren und Abstimmungsbedarf mit anderen Abteilungen erhöhen, weil zum Beispiel die Logistik soll ja nichts verschicken, die Finanzbuchhaltung soll nichts verrechnen und so weiter. Und wenn wir das nicht mittesten, dann sind wir einfach glückselig auf unserer relativ einsamen Insel und haben alles unter Kontrolle. Auch zum Beispiel regelmäßig laufende Cronjobs, Batchjobs und so weiter können wir dann selber verschieben oder deaktivieren, um die Testresultate nicht zu verfälschen, weil man möchte ja doch reproduzierbare und aussagekräftige Ergebnisse haben. Das gleiche gilt auch für Webservices, die andere Abteilungen gegen uns abfeuern. Webservice-Requests, die andere Abteilungen gegen uns abfeuern. Die muss man halt dann auch bitten, das sowohl zu den Peakzeiten als auch zu den Testzeiten nicht zu tun. Das Produktions-Setup, wie gesagt, habt ihr gesehen, von dem besteht insbesondere kein Klon. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als direkt auf der Produktion selber zu testen, wenn man wirklich aussagekräftige Ergebnisse haben möchte. Da hat man vom Prinzip her zwei Optionen. Entweder nachts, wenn wenig los ist, macht man Tests auf dem kompletten Cluster, oder man kann auch bestimmte Aspekte auf einzelnen Knoten testen, die man dann aus dem Load Balancer rausnimmt. Dann hat man zwar immer noch so ein Grundrauschen in der Datenbank von dem Rest vom Cluster, der in Betrieb ist, aber das ist relativ konstant und man kann damit gut arbeiten. Man muss halt dann aufpassen, dass man sich wirklich vorsichtig rantastet und unter keinen Umständen irgendwie geteilte Persistenzsysteme in die Knie zwingt. Nachts kann man natürlich ein bisschen näher ans Limit hingehen, auch wenn nachts natürlich die paar Kunden, die trotzdem noch unterwegs sind, trotzdem noch in der Lage sein sollen zu kaufen. Die Lasttests selber bauen bei uns auf einem Jmeter-Testplan auf. Jmeter ist so ein Tool von der Apache Foundation zum Erstellen und Ausführen von Testplänen, ist sehr ausgereift. Ein Testplan in dem Kontext kann man sich einfach vorstellen, wenn man es nicht kennt, ist quasi eine Art Programm, das so eine Serie von Requests ausführen lässt. Und unsere ist eben an das typische Nutzungsverhalten angelehnt. Also es wird gesucht, es werden Kategorien und Produkte angeschaut, man kann Dinge in den Cart legen, wieder entfernen, den Warenkorb selber anschauen, was man halt in so einem Shop normalerweise so macht. Und noch ein paar spezielle Dinge, die man bei uns jetzt machen kann. Der Testplan ist relativ gut gepflegt, einfach dadurch, dass regelmäßig vergleichende Lasttests aus verschiedenen Anlässen durchgeführt werden, zum Beispiel, wenn jetzt größere Änderungen eingeführt werden, Framework-Updates, neue Hardware gekauft wird. Und ausführen tun wir diese Tests mit einem Service namens Flutter.io. Das ist im Prinzip einfach ein Wrapper um AWS mit einer netten GUI, wo man Jmeter-Testpläne einfach verteilt ausführen kann. Es kann auch noch mehr, kann auch Getling, und es gibt natürlich auch noch andere oder ähnliche Software-as-a-Service-Anbieter, BlazeMeter zum Beispiel. Wir wollen da jetzt nicht unbedingt besondere Werbung für einen bestimmt machen. Flutter ist halt einfach der, den wir benutzt haben. Die anderen sind sicherlich auch toll. Das sieht dann so aus. Man nimmt einfach seinen Testplan und die Testdaten, lädt die da hoch, konfiguriert Jmeter. Die Testdaten selber sind einfach ein Satz von CSV-Dateien. Die sind aufgeteilt in mehrere Dateien nach einem einfachen Namensschema, sodass dann jede Instanz in dem Cluster, in dem Cluster, auf dem die Tests ausgeführt werden, einen Satz Testdaten erhält.
Man kann, wenn man möchte, seinen eigenen AWS-Account mitbringen. Man kann aber auch einfach on demand ein Grid mit einer bestimmten Größe über Flutter oder direkt kaufen. Ist sehr bequem. Die Kosten für so eine Lösung sind gering im Vergleich zu dem Aufwand, den man hätte, wenn man das Ganze selber managen würde. Ein bisschen was fällt natürlich schon an, denn man will ja die Tests durchaus lang genug ausführen. Man möchte Aufwärmeffekte wie zum Beispiel Füllen von Caches, da möchte man dran vorbei, und man möchte vielleicht auch Dinge sehen, die sich erst nach einiger Zeit bemerkbar machen, irgendwie Cache-Überläufe, Cache-Poisoning, erschöpfte Verbindungspools und solche Dinge. Also ein bisschen was an Zeit muss man da schon investieren und da kaufen. Dazu kommt für unser Last-Test-Setup eine Sammlung von Skripten. Die meisten sind Special-Purpose-Tools, die selber gebaut wurden. Zum Beispiel muss man, bevor man anfängt, erstmal die Request-Verteilung im Testplan neu abstimmen auf das, was die Kunden in Wirklichkeit zu machen. Da haben wir zum Beispiel einfach eine Visualisierung, die Aufrufraten auf allen Endpunkten vergleicht, Test gegen echt, und die einem dann anzeigt, an welchen Stellschrauben man drehen muss. Es gibt Skripte zum Anlegen von Testdaten, also zum Beispiel existierende Kunden, die in den Test verwendet werden oder die einfach vorhandene Daten extrahieren, also zum Beispiel gerade beliebte Suchbegriffe aus dem Elasticsearch ziehen, die das Aufsplitten der Testdaten für die einzelnen Grid-Nodes übernehmen und so weiter. Dabei ist ein Aspekt zu beachten bei den Tests auf Produktion. Es ist halt so, dass die Business Intelligence-Leute oder das Data-Team oder also die Leute, die das Reporting fürs Management bereitstellen, die reagieren mitunter recht aufgeregt, wenn ihre Zahlen plötzlich komische Dinge machen. Also gerade bei so Dingen wie Conversion Rates, die plötzlich in den Keller gehen. Wie gesagt, wir kaufen ja nichts in den Tests. Das heißt, da mussten wir entsprechend darauf achten, dass die Interaktionen der Last-Tests mit dem Shop und auch entsprechend die Testdaten markiert sind und dass alles soweit mit denen abgestimmt ist, damit da keine Analysen von Leistungskennzahlen verfälscht werden. Dann gibt es einen Satz Skripte, die auf spezielle Fragestellungen abgestimmt sind, um Daten sammeln oder zu analysieren. Zum Beispiel Cache- oder Connection-Pool-Statistiken, Beispiele dazu kommen später noch. Aber das meiste Monitoring und die Auswertungen finden eigentlich über ganz gewöhnliche Monitoring-Lösungen statt. Hier nochmal ein Beispiel von so einem Eigenbau-Tool. Das ist einfach eine Darstellung von den Dispatch-Zeiten auf allen getesteten Endpunkten im Vergleich, also Tests mit echten Nutzern oder Tests untereinander. Und in dem Beispiel hier sieht man, manche sind überhaupt nicht beeinträchtigt, andere sind ganz massiv langsamer. Also die Skala nach oben ist eine logarithmische Zeitskala. Und dank der Assoziation von den einzelnen Endpunkten mit den verschiedenen Datenquellen ist es dann ein sehr hilfreiches Werkzeug, um einfach zu bestimmen, in welche Richtung man jetzt nach dem Flaschenhals suchen müsste. Das Monitoring an sich selber sollte am besten alles umfassen, was irgendwie geht. Also klar, die üblichen Systemmetriken, CPU-Load, RAM, IO-Netzwerk auf allen Maschinen, die irgendwie beteiligt sind. Spannende Inhalte der Applikationslog selber, also Dauer von Dispatches, natürlich Fehlerraten, aber auch spezielle Dinge wie zum Beispiel Auslistung von irgendwie Thread- oder Connection-Pools, regelmäßige Thread-Dumps mit JSTACs, um einfach zu sehen, an welcher Stelle Prozesse viel Zeit verbringen. Und im Allgemeinen bildet das Monitoring eine wunderbare Symbiose zwischen sowohl für die Last-Tests, auch das mit dem Monitoring im Betrieb, insbesondere zu Peak-Zeiten oder auch zur effizienten Analyse von Ausfällen, die trotz alledem, wenn auch zum Glück selten, doch mal vorkommen. Und wir haben gelernt, dass eine bildliche Darstellung somit das Wichtigste ist, weil Auswertungen zu machen, indem man Zahlenreihen in Tabellen packt, ist einfach im Vergleich ziemlich wenig effizient. Da eignet sich zum Beispiel Grafana gut, wenn man irgendwie auf der Suche nach irgendwie Mustern in die Zeitreihen von verschiedenen Metriken korreliert. Den Elasticstack, also Elasticsearch Logstash Kibana, den benutzen wir, um die Applikationslogs zu visualisieren. Da kann man sich mal zum Beispiel aus dem richtigen Leben anschauen. Insbesondere ist diese Art von Graph, die kommt später noch öfter. Deswegen möchte ich jetzt einmal kurz erklären, wie der hier zu lesen ist. Also letztendlich wollen wir den möglichen Durchsatz messen. Die Zielvorgabe lautet ja schließlich, wir wollen einmal den letzten Black Friday wegstecken können. Und die Stakeholder denken bei dem Faktor natürlich zuerst mal an Umsatz, aber für uns ist die Last relevant. Wie linear das jeweils zusammenhängt, das muss man jeweils für sich entscheiden. Aber davon abgesehen, wie bestimmen wir überhaupt die Last oder wie bestimmen wir den Durchsatz, der möglich ist? Immer unter der Maßgabe, dass die Antwortzeiten selber im Rahmen bleiben. Man hört ja immer von Fallstudien, mit welchem Prozentsatz die Kunden bei welcher Seitenladezeit abspringen.
Aber durchaus, man könnte jetzt mal ganz grob hergehen und einfach sagen, einfach die Rate, mit der die Applikation Logzeilen generiert. Oder Anzahl an Serverzugriffen pro Zeitintervall. Oder die Dispatches, die tatsächlich was tun und nicht nur irgendwie statische Ressourcen ausliefern. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die genaue Metrik dabei eigentlich gar nicht so wichtig ist. Wir haben sie alle erhoben und eigentlich skalieren sie zwar nicht ganz gleich, aber für die grobe Vergleichbarkeit auf Faktor N-Skala langen die jeweils einzeln alle mal. Viel wichtiger ist, dass man eigentlich überhaupt den Vergleich ziehen kann und genau das macht eben dieser Graph. Die farbigen Linien stellen Vielfache der Baseline dar, also rot ganz unten, das ist der letzte Black Friday und aufsteigend hat man dann zweifach, dreimal, vierfach den letzten Black Friday. Und die Blöcke, die man da sieht, sind einfach hintereinander ausgeführte Lasttests. Also lange Rede, kurzer Sinn. Was wir haben wollen, ist eine stabile Kurve, die möglichst weit hochkommt und da auch möglichst lang bleibt. Wer jetzt JMeter als Tool selber kennt, der weiß, dass man da auch Statistiken abgreifen kann und man kann sich diese auch direkt im Flat.io Web-Interface anschauen. Auch wenn die Graphen jetzt nicht so wahnsinnig ergonomisch sind, meistens laden wir die Daten einfach nur runter und plotten sie selber. Die interessanten Graphen hier sind die grüne Linie, das ist der Durchsatz, also Requests pro Minute. Und der blaue, das ist die durchschnittliche Antwortzeit pro Request. Und so einen großen blauen Peak hinten am Ende, das beobachtet man öfters mal. Das scheint irgendwie damit zusammenzuhängen, dass die Ausführung abrupt beendet wird. Aber in dem Graph ist was interessant, nämlich hier haben wir so einen Einbruch des Durchsatzes, ohne dass die Antwortzeiten dazu passend ansteigen würden. Also normalerweise sollten die eigentlich direkt entgegengesetzt proportional zueinander sein, einfach weil der Testplan keine fixen Wartezeiten vorsieht bei uns, sondern wenn ein Request fertig ist, dann geht halt direkt der nächste los. Und hier ist es jetzt so, dass sich die Antwortzeiten zwar schon ein bisschen erhöhen, aber irgendwie so nicht so richtig den Verlauf von dem Durchsatzabfall abbilden. Die Frage ist, was ist da passiert? Und die Antwort ist, dass die JVM, in der das JMeter auf dieser Gridnode läuft, dass der eben der Speicher ausgegangen ist an der Stelle. Und sie kann dann auf einfach wegen wiederholter Garbage Collection Zyklen einfach nicht mehr genügend Requests absetzen anscheinend. Das war jetzt hier ein Test, der wirklich genau darauf abgezielt hat, zu bestimmen, bei welcher Belastung von dem Testgrid wir da in Probleme laufen würden. Aber in einem normalen Test wäre das ab da natürlich wertlos gewesen. Und wenn man das jetzt hier so direkt mit Lösung präsentiert sieht, dann erscheint natürlich die Schlussfolgerung völlig offensichtlich. Aber wenn man nur beobachtet, dass eigentlich der gewünschte Durchsatz nicht erzielt wurde und auch irgendwie nichts in der Applikation wirklich ausgelastet scheint, und irgendwie nichts aussieht, das könnte es der Flaschenhals sein, dann fängt man halt vielleicht auch nochmal an zu zweifeln, ob es nicht vielleicht auch an irgendwelchen anderen Dingen liegen könnte, für die man halt jetzt doch kein Monitoring hat. Der Lukas wird uns dann nachher gleich noch erklären, wie der Erkenntnisprozess in solchen Fällen bei uns genau ausschaut. Und der dann auch ein Beispiel dazu, wie es für das gleiche Symptom eine ganz andere Ursache geben kann. Aber davor eben nochmal dieser eindringliche Ratschlag, während der laufenden Tests unbedingt auch das Testsystem mit monitoren. Diese Grid-Statistiken rechts sind übrigens nur während der Testläufe verfügbar. Wenn man am nächsten Tag mit der Auswertung der letzten Läufe anfängt, dann leider nicht mehr. Und es ist tatsächlich nicht nur das Testsystem, was man monitoren sollte. Wir haben zum Beispiel gegen Ende hin ab einem gewissen Durchsatz auch den Logstash überlastet. Sprich, das Cluster musste dann kurzfristig ebenfalls noch aufgestockt werden. Und ein weiterer Punkt, der sich bei uns als essentiell herausgestellt hat, ist, dass man darauf achten sollte, dass die erhobenen Daten auch später noch verfügbar sind. Also es macht einfach keinen Spaß, wenn man die Baseline vom vergangenen Black Friday ein Jahr später dann in einem mehrstufigen Verfahren mit Daten von anderen Tagen mit vergleichbarer Last irgendwie wieder rekonstruieren muss, einfach nur, weil die Originalstatistiken nicht mehr da sind. Das passiert uns bei den Kunden bestimmt ganz bestimmt nicht nochmal in Zukunft. Aber gut, also nachdem wir jetzt alle wissen, was für eine Art von System wir da vor uns haben, von dem wir reden, wird uns der Lukas jetzt erzählen, wie Lasttests selber so abgelaufen sind und was wir dabei so alles gefunden haben. Genau. In dem Abschnitt soll es darum gehen, einen Überblick zu geben, wie die Vorbereitung auf Black Friday konkret ausgesehen hat. Und insbesondere möchten wir auch die Bandbreite der möglichen Probleme und Flaschenhälse, die uns also begegnet sind, aufzeigen und auch ein Vorgehen darstellen, das sich zumindest für uns als hilfreich herausgestellt hat bei der Analyse dieser verschiedenen Fälle. Bevor wir jetzt aber zu den konkreten Beispielen kommen, möchte ich zunächst noch einen Überblick über den Gesamtprozess geben. Was hier auf der Folie genau steht, ist gar nicht so wichtig eigentlich. Was man hier mitnehmen sollte, ist, dass Performance-Tests und Optimierung Zeit in Anspruch nehmen können.
Konkret ging es bei uns eben im September hier mit ersten Vorbereitungen los. Das waren eben die Testpläne selbst, die aktualisiert werden mussten. Aber wir haben da auch schon begonnen, teure Features zu identifizieren, die man im Notfall dann, um die Performance zu verbessern, tatsächlich am Black Friday auch deaktivieren könnte. Wir haben uns angeschaut, welche asynchron laufenden Jobs, Batch-Jobs, Cron-Jobs nicht zwingend zur Peak-Zeit laufen müssen und die dann entsprechend neu gescheduled. Und wir haben auch mit internen Abteilungen gesprochen, um einfach zu Peak-Zeiten nicht zwingend notwendige Web-Service-Aufrufe zu vermeiden, zum Beispiel um Produkte anzulegen, die dann immer später erst verwendet werden. Die eigentlichen Lasttests begannen dann im Oktober. Da hat man dann auch früh Probleme mit der Datenbank festgestellt, was wir später noch genauer sehen werden. Und dann ging es im Grunde so weiter, dass man ein Problem identifiziert hat, das dann gelöst hat, versucht hat, die Last ein bisschen zu erhöhen auf dem System und dann einen anderen Flaschenhals identifiziert hat und sich so dann iterativ gewissermaßen durch die Optimierung gehangelt hat, bis in den November hinein. Das wurde unterbrochen tatsächlich von zwei Abenden, an denen die Webseite kurzzeitig auch mal langsam war, was gewissermaßen die Unsicherheit der Stakeholder auch erhöht hat und damit auch sozusagen die Bedeutung unserer Arbeit dann nochmal erhöht hat. Mitte November hatten wir im Grunde die Optimierung dann auch weitgehend abgeschlossen und kurz vor Black Friday dann tatsächlich auch geschafft, einen Lasttest durchzuführen, der, das kann ich schon vorwegnehmen, die dreifache Last des Black Friday 2018 auf dem System über einen längeren Zeitraum durchgehalten hat. Und der eigentlich Black Friday 2019 ist noch problemlos und erfolgreich verlaufen. Genau, hier zum allgemeinen Vorgehen bei unserer Analyse. Typischerweise begonnen haben wir eben mit einem Lasttest, der für ein realistisches Zugriffsszenario versucht hat, einen möglichst konstanten, hohen Durchsatz auf dem System in Produktion zu erreichen. Typischerweise gemessen einfach im Vielfachen des letzten Black Fridays, also einmal 18. Wenn das Vielfache groß genug war, da waren die Stakeholder beruhigter und die Entwickler zufrieden. Ansonsten hat meistens unser Monitoring, wie Leo das schon vorgestellt hat, oft schon Hinweis darauf gegeben, welche Art von Flaschenhals aufgetreten sein kann. Falls es nicht der Fall war, weil zum Beispiel noch nicht genügend Visualisierung vorhanden waren, konnte man die eben ergänzen und so eine Arbeitshypothese entwickeln, welche Optimierung vielversprechend aussieht, die dann gezielt testen und wenn dann vielversprechender funktionierender Lösungsansatz gefunden war, den tatsächlich in Produktion ausrollen und eben mit einem größer angelegten Lasttest des ganzen Systems wieder versuchen, möglichst hohen Durchsatz in den Tests zu erreichen. Genau, hier ist das erste Beispiel, das wir diskutieren möchten. Ein typisches Problem, das wir seit den ersten Tests auch beobachtet haben, ist ein Performance-Einbruch nach kurzer Zeit des Tests. Das hier ist einfach ein Beispiel. Wir beginnen einfach einen Test mit einer fixen Anzahl von lastgenerierenden Threads auf der Mieterseite, einfach als einmal Lob bezeichnet. Die Applikation schafft es, einen konstanten Durchsatz für einen kurzen Zeitraum, 5 Minuten oder sowas, zu halten und bricht danach allerdings ein im Durchsatz. Und auch Testunterbrechungen sorgen nicht dafür, dass das System sich erholt und erst ein Applikationsneustart tatsächlich kann sozusagen das System wieder zurücksetzen und das Ganze wiederholt sich im Endeffekt. Also anfänglich ein kurzer Zeitraum mit hohem Durchsatz, der dann einbricht und schlecht bleibt. In der ersten Analyse waren die AWR-Reports der Oracle-Datenbank, die da verwendet wird, aufschlussreich. Da hat man einfach häufige SQLs der Form, select irgendwas aus einer Tabelle gemäß dem Primary Key des Objekts für Produkt- und Preistabellen beobachtet. Es sah irgendwie intuitiv so aus, als würden da Produkte, die eigentlich vielleicht im Cache liegen, direkt aus der Datenbank geholt. Was die Caches angeht, ist es so, dass Caches vorhanden waren, unter anderem für Produktdaten, und zwar gemeinsam genutzte Daten für Produkte, zwei verschiedene Typen von Preisen, also ermäßigter Preis und Preisempfehlung und Steuerwerte. Und darüber hinaus noch Caches für Medienobjekte, also sowas wie Bildeigenschaften, Bilder, Rechnungen und so weiter. Ein Cache für häufige oder Ergebnisse häufiger Objekt-Lookup-Queries und auch ein Cache, der sozusagen alle Entitäten enthält, die keinen eigenen Cache erhalten haben. Gut, die Vermutung war also, dass die Caches in irgendeiner Form Probleme machen. Und wenn man jetzt mal dieses Bild im Hinterkopf behält, mit dem Einbruch nach kurzer Zeit und sich
eine Visualisierung der Cash-Trefferrate anschaut für diesen Zeitraum, sieht man, dass tatsächlich für den Produkt-Cash, den ich eben erwähnt hatte, die Trefferrate tatsächlich nach einer kurzen Phase mit akzeptabler Trefferrate deutlich einbricht und das auch in nachfolgenden Tests sich nicht ändert. Erst ein Applikationsneustart, wie wir hier gesehen haben, setzt das Ganze zurück und das Bild wiederholt sich. Genau. Wenn man noch einen Schritt weiter geht und eben nicht nur die Cache-Trefferrate visualisiert, sondern auch die Ausführungszahlen der betroffenen SQLs, die wir vorher gesehen haben, während der Lasttests, sieht man jetzt zum Beispiel hier für einen anderen Test als da oben, dass nach einer initialen Phase mit konstantem hohen Durchsatz, genau dann, wenn der Durchsatz einbricht, auch die Ausführungszahlen dieser dann kritischen SQLs in der Datenbank massiv ansteigen. Und tatsächlich jetzt sogar, wenn man auf eine größere Cache-Größe testet, dieser Zeitpunkt weiter nach hinten rausschieben. Und letztlich diese Werkzeuge, also Visualisierung des Durchsatzes, der Cache-Treffer oder auch Fehlerrate oder eben auch der Ausführungszahlen von SQLs in der Datenbank, gab uns jetzt die Möglichkeit, iterativ verschiedene Optimierungen vorzunehmen. Konkret sind wir eben so vorgegangen, dass wir zunächst eben entweder anhand der Trefferratenvisualisierung oder auch der Typen von SQLs, die ausgeführt werden, einfach einen problematischen Cache identifiziert haben. Dann gab es verschiedene Optionen, die wir testen konnten. Typischerweise erstmal auf einzelnen Produktionsservern, auf denen aktuell keine Kunden waren. Zum Beispiel verschiedene Cache-Größen, verschiedene Eviction-Strategien, also least frequently used oder least recently used. Oder auch, was wir getestet hatten, im Aufteilen dieses Produkt-Caches, der ursprünglich mal vier Typen enthielt, in einzelne Caches für jeden Typ für sich genommen. Und sobald da dann ein vielversprechender Ansatz gefunden war, konnte man auch einen einzelnen Produktionsserver mal im Live-Betrieb umstellen auf eine neue Cache-Konfiguration, um dessen Speicherbedarf und Garbage-Collection-Verhalten, das Ganze ist eine Java-Applikation, zu monitoren. Und wenn auch das keinen negativen Performance-Impact mehr gezeigt hat, konnte man die restlichen Server umstellen und einen neuen nächtlichen Lasttest durchführen. Auf die Art und Weise haben wir verschiedene Optimierungen dann iterativ ermittelt. Begonnen von eigenen Caches für die vier vormals gemeinsam gecachten Produktdatentypen, also Produkte, Preise, nochmal Preise und Steuerwerte. Und insgesamt die Gesamtgröße dieser Caches mehr als versechsfacht. Die Medienobjekt-Cache-Größe wird verdoppelt und auch die Größe des Query-Caches für häufige Backlogger-Ergebnisse verdreifacht. Damit haben wir es tatsächlich geschafft, auch im Produktivbetrieb, also nicht nur in Lasttests, deutlich weniger Cache-Misses zu erreichen. Und in Lasttests tatsächlich sogar auch einen konstanten Durchsatz über eine Stunde Testlaufzeiten, nicht nur 5 Minuten. Eine offene Frage an der Stelle ist allerdings noch, weshalb sich jetzt auf einmal die Cache-Hit-Rate oder Miss-Rate ändern sollte und weshalb die Dimensionierung des Caches nicht mehr ausgereicht hat. Und das ist ein Punkt, an dem sich auch Langzeitmonitoring auszahlen kann. Indem wir einfach die Cache-Miss-Rate für, hier in dem Fall den Produkt-Cache, über ein Jahr, also hier 2019, geplottet haben, hat man deutlich gesehen oder konnte man deutlich nachvollziehen, dass Ende Mai die Miss-Rate massiv angestiegen war. Ja, am Ende sieht man übrigens tatsächlich, wo die Optimierungen ausgerollt wurden und dass die Cache-Miss-Rate wieder sogar unter das vorherige Maß gefallen ist. Aber gewissermaßen, warum ist es hier angestiegen? Wenn man die Releases dieses Zeitraums sich genauer anschaut, wird man sehen, dass in diesem Zeitraum der Online-Shop tatsächlich für weitere Länder geöffnet wurde. Das bedeutet, dass Preise und Steuern auch in weiteren Währungen in Caches vorgehalten werden mussten. Und dadurch, dass einfach die Gesamtgrößen nicht verändert war, liegt nahe, dass das einfach die erhöhte Miss-Rate vorgerufen hat. Damit ist das zukünftig passiert, jetzt mittlerweile auch Alerting auf Basis dieses Langzeitmonitorings. Und das ist einfach benachrichtigt, wenn die Cache-Miss-Rate über ein ungünstiges Maß ansteigt, um da frühzeitig aktiv werden zu können. Zweites Beispiel, wo wir auf den Flaschenhals gestoßen sind in unseren Tests, ist folgende. Hier beobachtet man, oder hier sieht man Tests im Endeffekt, die ausgehend von einer fixen Anzahl von Geometer-Threads, die Last generieren.
wiederholt worden sind mit 50% mehr lastgenerierenden Threads und dann 100% mehr lastgenerierenden Threads im Vergleich zum Anfang. Allerdings skaliert der Durchsatz des Applikationsservers nicht so, wie man sich wünschen würde. Denn hier ist er eben nicht doppelt so, nicht 50% höher und hier eben nicht doppelt so hoch als im allerersten Test. Das ist zunächst mal nicht so ganz klar, woran das liegen könnte, denn die Applikationsserver, zumindest in den ersten beiden Tests, werden eigentlich weit unter ihrem Limit gefahren. 44 CPU-Kerne haben die jeweils. Allenfalls im letzten Test bewegt man sich langsam an der Grenze. Und auch die Datenbank war zu dem Zeitpunkt eigentlich eher wenig beschäftigt. Das ist zunächst mal nicht klar, war, was das Problem sein könnte. Wir haben dann einen einzelnen Server getestet. Und auch hier ist es so, dass sich einfach die Testzugriffszahlen während verschiedener Testläufe mit verschiedenen Anzahl von lastgenerierenden Threads. Hier gleichzeitig die Applikationsserverlast. Und wenn man jetzt eben den Durchsatz während dieser Testläufe, also die Gesamtzugriffe auf den Applikationsserver während eines Tests, plottet gegen die Anzahl der lastgenerierenden Threads in Flutter oder dem Meter, beobachtet man hier auf einzelnen Server tatsächlich ein wunderbar lineares Skalierungsverhalten. Abgesehen vielleicht von so Fällen, wo man Jmeter selbst überfordert oder doch mal ins CPU-Limit läuft, wenn einfach alle Kerne beschäftigt sind mit CPU. Das heißt, insofern sind die Skalierungsprobleme nur auf dem gesamten Cluster sichtbar und ein Punkt der Infrastruktur, in dem die gesamte Landschaft zusammenläuft, ist eben der Load Balancer. Das ist ein Hardware-Load Balancer, der eigentlich immer sich unauffällig verhalten hatte, wird durchs Rechenzentrum bereitgestellt und gemanagt. War auch immer ausreichend bislang. Allerdings war das ein Punkt, ein Teil der Infrastruktur, von dem wir kein eigenes Monitoring verfügbar hatten und deswegen nicht genau wussten, was während der Tests da los war. Als wir nachgefragt hatten beim Rechenzentrum, haben wir dort Informationen bekommen, dass tatsächlich die Zahl der TLS-Terminierung während des Tests im Hardware Load Balancer im Limit war. Was wir auch nachvollziehen oder nachstellen konnten, tatsächlich durch einen gezielten Load Balancer-Test, indem wir einfach, um die Applikationsserver maximal zu entlasten, bloß eine statische Ressource, ein kleines Bild von den Applikationsservern geladen hatten, das aber mit einer neuen TLS-Verbindung für jeden einzelnen Request. Das Ergebnis sieht man hier. Nach einer kurzen Zeit, wo wir sozusagen die Anzahl lastgenerierender Threads getuned haben, einen kleinen Ramp-up gemacht haben, kommt man dann hier irgendwann in den Bereich, wo tatsächlich die Zahl der TLS-Terminierung im Load Balancer gegen das Limit ging. Von da an haben wir auf die Backup-Instanz gewechselt, um keine anderen Kunden des Rechenzentrums negativ zu beeinflussen. Und da sieht man eigentlich, dass obwohl dann hier die Zahl lastgenerierender Threads um 30% oder 60% nochmal erhöht worden ist, hat es eigentlich keinen nennenswerten Effekt mehr auf den gesamten Durchsatz des Systems gehabt. Das heißt, an der Stelle limitiert tatsächlich der Load Balancer halt den Durchsatz, zumindest zunächst mal in den Lasttests. Da muss man sagen, dass unsere Tests für genau dieses Problem vermutlich nicht realistisch genug waren, weil wir einfach versucht haben, sozusagen möglichst hohen Durchsatz zu erreichen und so viele Requests wie möglich auszuführen. Kundenbrowser verwenden typischerweise Verbindungen häufiger wieder. Und das ist auch ein Punkt, den wir uns für dieses Jahr vorgenommen hatten, einfach sozusagen Wartezeiten in einzelnen Threads einzuführen und gleichzeitig einfach mehr virtuelle User sozusagen parallel auf das System zu lassen. Das war aus Zeitgründen im letzten Jahr einfach nicht möglich, sodass wir uns dazu entschieden hatten, wenigstens zu verstehen, was die Applikationsserver zu leisten imstande sind, indem wir einfach in Lasttests am Load Balancer gewissermaßen vorbeigemacht haben, um die Applikationsserver maximal zu belasten. Genau. Wir haben den Testplan also so angepasst, dass maximal viele TLS-Verbindungen wiederverwendet werden. Das Ergebnis sieht man hier. Zunächst vielleicht hier auf dem linken Bereich. Das ist jetzt kein Lasttest, sondern der ganz normale Abend im Live-Betrieb, Produktionsbetrieb mit echten Kunden. Da sieht man in blau eben die Zahl TLS-Terminierungen pro Zeiteinheit. Hier in orange die Anzahl der Zugriffe auf einen Cluster durch Kunden. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass gewissermaßen man testen möchte für ein Szenario, in dem halt doppelt so viel über dreifach oder vierfach so viel Durchsatz herrscht wie im Peak des vorigen Jahres, ist es natürlich sogar so, dass eben nicht nur in den Lasttests, sondern auch im normalen Kundenbetrieb man damit rechnen würde, dass eben das maximal supportete TLS-Terminierungslimit des Load Balancers irgendwann erreicht werden würde. Das heißt, es ist tatsächlich nicht nur ein reines Problem der Lasttests, sondern auch, was es im normalen Kundenbetrieb Probleme machen könnte. Die Lasttests selbst, hier sieht man nochmal einen alten Test, der eben
limitiert wird durch den CLS Terminierungs Limited Load Balancers. Sobald man aber tatsächlich maximal viele TLS-Verbindungen wiederverwendet, erreicht man schnell einen deutlich höheren Durchsatz nochmal, auch in Lasttests, bei ansonsten gleichen Parametern. Das hieß für uns, dass wir für Black Friday möglichst viel Last von Load Balancer nehmen mussten. Dazu haben wir einmal Requests über ein Content Delivery Network geroutet, das bislang nur statische oder einen Teil der Bilder ausgeliefert hatte. Ab einem gewissen Zeitpunkt wurden einfach alle statischen Ressourcen via Content Delivery Network ausgeliefert und es wurden auch die Mobile Apps angepasst, um zusätzliche, nicht zwingend notwendige Requests einzusparen. Ein angenehmer Nebeneffekt des Routings über das CDN war tatsächlich, dass uns zum Zeitpunkt ein bisschen überrascht hat, aber eigentlich auch nachvollziehbar ist. Dadurch, dass TLS im CDN terminiert wird, ist es so, dass gewissermaßen verschiedene Kunden-Requests gegen das CDN über eine einzige TLS-Verbindung an unseren Load Balancer geschickt werden kann und sozusagen auch im normalen Kundenbetrieb für jeden oder pro TLS-Verbindung einfach mehr Requests im Backend ankommen bei uns. Das heißt, insgesamt haben wir es dann dadurch geschafft, die Anzahl der TLS-Terminierungen im Load Balancer auf Normalbetrieb deutlich zu reduzieren und konnten da auch einen höheren Durchsatz im Lasttest erreichen. Gut. An der Stelle haben wir jetzt gewissermaßen ein Beispiel gesehen, wo einfach durch das Wachstum der Datenbank und dadurch nicht mehr passende Caches Performance-Verschlechterung eingetreten war oder ein Limit eingetreten war. Zweites Beispiel, in dem Teil der Hardware, den man nicht so hundertprozentig im Blick hatte, einen Flaschenhals dargestellt hat. Das nächste Beispiel wäre eines, das sozusagen ja, fast hausgemacht ist. In einem der Tests haben wir beobachtet, dass eine bestimmte Produktdatenbankanfrage ungewöhnlich häufig auftritt. Das ist nicht die einfache, die wir bei den Caches beobachtet haben, sondern ein bisschen komplexer. Die tritt quasi konsistent in allen Tests deutlich häufiger auf als die anderen Quellen, die wir so beobachtet hatten. Wenn man sich mal einen größeren Zeitraum anschaut, sieht man, dass es eben nicht nur im Lasttest der Fall ist, sondern auch im normalen Kundenbetrieb. Das ist hier diese blaue Graph, das sind Zugriffszahlen pro Zeiteinheit. Und wenn man in die Vergangenheit schaut, bemerkt man, dass es gar nicht immer so war, sondern tatsächlich erst seit dem letzten Release so in der Form beobachtet wird. Und was kann man machen, um jetzt zu analysieren, woran das, wovon genau das hervorgerufen wurde? Wir haben tatsächlich in die Thread-Dumps geschaut, die mehrmals pro Minute auf den Applikationsservern geschrieben werden, das JSTAC, und konnten halt, weil wir ungefähr wussten, welche Codestelle genau so ein SQL produzieren könnte, auch recht schnell dann Kandidaten identifizieren, die darauf hindeuteten, welche Kundeninteraktion, sozusagen Frontend, dann dafür verantwortlich war, dass eben dieses SQL ausgelöst worden ist in der Datenbank. Und dann auf dem Testsystem bei maximal aktiviertem SQL-Logging, dass wirklich jede ausgeführte Query Ausführung rausschreibt, wirklich produzieren, was dann diese ungewöhnlichen, erst seit kurzem beobachteten SQL-Abfragen der Datenbank verursacht hat, um es aufzulösen. Es war tatsächlich ein bisschen unglücklich, dass an einer Stelle im Code mit dem Release ein Flag für die Produktübersichtsseite, irgendeine Produkteigenschaft eben aus der Datenbank geladen worden war. Und nicht, wie aus Performance-Gründen eigentlich üblich, aus dem Elasticsearch-Suchindex. Das war aber letztlich einfach eine Sache, die sich einfach fixen ließ. Und nach dem ausgerollten Bugfix war es natürlich so, dass das SQL, das man hier zwar noch sieht, seitdem nur noch unter ferner Liefen irgendwo angezeigt wird und tatsächlich wie zuvor die häufigsten Queries andere waren. Genau, an der Stelle macht Leo mit dem vierten Beispiel weiter. Genau. Und zwar betrifft das die Kommunikation zwischen dem Shop auf den Applikationsservern und der Datenbank. Da waren zwei Aspekte. Das eine ist was, das haben wir gleich beim ersten Test direkt sind wir mit der Nase drauf gestoßen. Und zwar, dass wenn wir mit dem Cluster auch nur so ein bisschen Feuer unter dem Hintern machen, dann kamen direkt jede Menge Fehler, dass der Datenbank-Verbindungspool keine neuen Verbindungen mehr aufmachen können. Das passierte bei der Last nur relativ knapp über dem, was die wirklichen Nutzer zuletzt an Spitzentagen so erreicht hatten, aber irgendwie schon auch deutlich unterhalb der Baseline vom letzten Black Friday. Aber in der weiter zurückliegenden Vergangenheit war das Problem irgendwie auch noch nie beobachtet worden, auch nicht an Tagen mit eigentlich höherer Last, Ostern und so.
Und das war so, dass im Vorfeld der Tests die Kollegen das Cluster um neue Server erweitert hatten. Und es stellte sich heraus, dass beim Einrichten von denen zwar schon die Maximalanzahl an erlaubter Verbindungen auf Datenbankseite hochgedreht wurde, so wie üblich, aber damit lag man diesmal zum ersten Mal über einem harten Prozesslimit im Kernel von dem Datenbankserver. Sprich, es war schlicht nicht möglich, ausreichend Prozesse für alle Verbindungen zu forken. Dieser Datenbankserver ist auch eine gemanagte Maschine, das heißt, wir konnten davor nicht reinschauen. Ist ein bisschen blöd gelaufen, aber immerhin konnte der Betreiber das sehr leicht und sehr schnell beheben. Und für die Zukunft weiß man es jetzt. Immerhin haben die Lasttests das Problem noch vor den echten Kunden gefunden. Es ist nichts passiert. Problem 2 hingegen war tatsächlich ein bisschen spannender. Und zwar war es so, dass auch während der Lasttests der Shop anscheinend periodisch neue Verbindungen zu und wieder aufzumachen geschienen hat, obwohl eigentlich mehr als genug funktionierende und ungenutzte Verbindungen im Pool verfügbar gewesen wären. Dazu muss man jetzt sagen, dass das für die Datenbank eine recht teure Operation ist, weswegen man ja überhaupt erstmal den Aufwand mit dem Pooling von Verbindungen betreibt. Und um das Problem jetzt selber erstmal zu verstehen, ich meine, wir hatten nur die Schilderung, dass es so sei, erstmal ein Bild. Und zwar wurde hier zum Datensammeln einfach alle paar Millisekunden der momentane Zustand des Pools abgefragt und rausgeschrieben. Dadurch ist jetzt zwar die Zeitablösung immer noch etwas grob, aber man kann das Problem grundsätzlich schon erkennen. Interessant ist diese grüne Linie, das ist die Anzahl der tatsächlichen Datenbankverbindungen. Die geht rauf, wenn die Verbindungen, die in Benutzung sind, das sind die blauen, plus die Anzahl an vorzuhaltenden ungenutzten Verbindungen, also die Idle-Verbindungen. Wenn die kleiner ist als der momentane Wert, das ist soweit erwartet. Aber manchmal geht es in ganz deutlichen Einbrüchen unvermittelt runter, sogar unter den Min-Idle-Wert und instantan wieder rauf. Und die Frage ist, was ist da los? Wenn man ins Debug-Logging schaut von dem Pool, sieht man auch keine Anomalien, dass irgendwie kaputte Verbindungen aufgeräumt werden würden oder so, sondern es ist einfach so, dass periodisch Teile der vielen Idle-Verbindungen aus dem Pool geworfen werden und direkt wieder aufgemacht werden. Gut, jetzt ist der Datenbank-Verbindungspool an sich ja schon etwas, wo man im Rahmen der Feature-Entwicklung jetzt nicht so oft in die Verlegenheit kommt, dass man sich damit auseinandersetzt. Bei uns ist es so, dass es eine Open-Source-Implementierung dass die genutzt wird und die wird intern von dem Framework verwaltet. Allerdings ist leider kaum dokumentiert, was Pool und Framework da an der Stelle eigentlich genau machen, sondern es gibt nur einen Verweis auf die Konfigurationsdoku von dem Open-Source-Pool. Und später hat sich dann herausgestellt, dass diverse Parameter, die da beschrieben sind, dass das Framework ja eigentlich gar nicht setzen lässt. Also alles in allem eine eher unbefriedigende Situation. Und die Konfiguration, die vorhanden war, die wirkte auch ein bisschen ungewöhnlich. Und zwar in dem Sinne, dass sie einfach sehr viele ungenutzte Verbindungen zur Verfügung vorgehalten hat. Wohingegen die aktuelle Empfehlung in der Doku eigentlich ist, da relativ wenige einzustellen. Dann stellt sich die Frage, warum ist das jetzt bei uns so? Man wird das ja nicht zum Spaß so eingerichtet haben. Leider war diese Config auch entsprechend alt, sodass eigentlich kaum noch jemand von den Leuten, die damals beteiligt waren, verfügbar waren, die man einfach nach den Beweggründen hätte fragen können. Aber mit ein bisschen Nachbohren und Nachlesen war es dann doch möglich, nochmal eine Hypothese aufzustellen. Also zum einen, so wie es da einfach steht, frühe Versionen von dem Pool hatten Probleme, die vorgehaltenen Verbindungen schnell genug aufzuskalieren, wenn in hochparallelen Anwendungen wie bei uns plötzlich Bedarf danach auftritt. Andererseits gab es früher einfach eine sehr ausgeprägte Zugriffsspitze auf den Shop zu einer bestimmten Uhrzeit, weil die Kunden irgendwann einfach wussten, wann interessante Angebote online gehen. Und diese beiden Faktoren dürften eben der Grund sein, warum die bestehende Konfiguration so ausgeschaut hat, wie sie damals ausgeschaut hat. Aber inzwischen gehören beide Probleme der Vergangenheit an. Und also es ist einerseits so, dass bei einem Framework-Update mal eine neue Version von dem Pool mitkam, die das besser konnte. Und auch die Kundenzugriffe sind heute einfach deutlich besser verteilt. Das war so die Information, die aus den Leuten dann doch noch rauszukitzeln war. Und ich meine, bisher wurde es halt einfach nicht angepasst, weil es schlicht kein signifikantes Problem dargestellt hatte. Aber jetzt sind halt entsprechend viel mehr Server im Cluster. Das heißt, es gibt entsprechend mehr Pools, die jeweils ihre Verbindungen erneuern. Und von der Datenbank gibt es halt nach wie vor nur eine. Und man darf auch nicht vergessen, dass es sich da einfach um eine Stellschraube handelt, wo die Auswirkungen gravierend sein können. Dann dreht man halt nicht mal einfach so dran rum. Und wenn man bisher keinen Anlass hatte, dann macht man halt auch keine ausgiebigen Lasttests zur Verifikation. Also macht man es halt gar nicht. Aber wir waren jetzt in der Situation an dem Punkt angelangt, dass wir das volle Programm fahren konnten. Das heißt, wir haben wieder das
bekannte Muster angewendet. Also erstmal tagsüber auf einzelnen Knoten, die aus dem Load-Balancer herausgenommen waren, nach einem vielversprechenden Kandidaten gesucht und dann nachts eben nochmal sichergestellt, dass das Ganze auch skaliert. Dass wenn man den Test ganz abrupt hochfährt, dass dann immer noch auch über das komplette Cluster hinweg ausreichend schnell genügend Verbindungen bereitgestellt werden können. Und dabei ist das hier rausgekommen. Also eine Konfiguration, die jetzt nur sehr wenige ungenutzte Verbindungen verholt, so wie es empfohlen ist, und die vor allem aber auch nicht alle Verbindungen auf einmal rausschmeißt, sondern immer nur ein paar jeweils pro Zeitintervall. Und das Endergebnis damit war dann auch entsprechend positiv. Also die Spitzen, die in dem anderen Graphen zu sehen waren, sind einfach weg. Der Log-Entsturm auf die Datenbank ist mit dem Release der neuen Konfiguration dann deutlich zurückgegangen auf unter 15%. Das heißt, jetzt bleibt der Datenbank entsprechend mehr Rechenkapazität für die wesentlichen Aufgaben zur Verfügung. Denn genauso wie das da bei dem Load Balancer der Fall war, ist es auch hier. Ich meine, die Datenbank ist halt was, was sich nicht so ohne weiteres skalieren lässt. Und das sind halt einfach Dinge, die dann entsprechend effizient genutzt werden müssen. Und ich meine, im Prinzip ist es ja bei allen diesen Beispielen so gewesen, dass also auch bei den Verbesserungen von den Caches und beim Nutzen der korrekten Datenquelle, Beispiel gerade eben, die zielen alle aufs Gleiche ab, nämlich dass solche Teile des Systems entlastet werden, die jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Single Point of Failure darstellen, aber die sich halt tatsächlich nicht so einfach horizontal skalieren lassen. So viel jetzt zu den Beispielen. Dann fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Also wichtigste Takeaway-Message ist, es war am Ende wirklich so, dass wir keine Chance gehabt hätten, ohne dass wir wirklich selber ausgiebig Visualisierungen gebaut hätten. Die helfen dann natürlich auch dabei, dass man das System immer besser versteht und ein Gefühl entwickelt, welche Art von Problem sich eigentlich worin äußert. Was natürlich auch hilft, ist so ein gewisser Forschungsdrang gepaart mit dieser strukturierten Herangehensweise, also Hypothese entwickeln, verifizieren und so weiter. Bei den Kollegen hier sind zum Glück solche analytischen Fähigkeiten sehr weit verbreitet. Man sollte auch natürlich dazu anmerken, auch wenn wir das jetzt hier zu zweit vorgetragen haben, es stehen da natürlich schon noch mehr Teamkollegen hinter dem Erfolg. Natürlich auch die Kundenmitarbeiter aus den verschiedenen Abteilungen, die Admins im Rechenzentrum und so weiter. Aber ja, also die anfängliche Nervosität war auf jeden Fall völlig angebracht. Wie gesagt, es war ja neue Hardware gekauft worden, aber der Shop performte trotzdem einfach nicht so wie gewünscht, sondern es war halt so, dass man so gute 50% mehr als im Vorjahr erreichen konnte, aber immer nur für ein paar Minuten. Und von dem folgenden Einbruch hatte sich der Shop dann auch nicht mehr erholen können. Aber mit den Code- und Konfigurationsoptimierungen, die ihr jetzt gesehen habt, war dann tatsächlich dauerhaft ein Faktor 3 zu schaffen. Und mit dem konnten die Stakeholder dann schlussendlich dem Black Friday auch deutlich gelassener entgegensehen. Und wie gesagt, Spoiler Alert, das hat dann auch gereicht. Eine wichtige Lehre aus dem Ganzen ist, dass man möglichst früh mit dem Testen anfangen sollte. Auch wenn es in den meisten Jahren mit kleinen Anpassungen irgendwie relativ zügig über die Bühne gehen mag, es kann halt auch mal sein, dass da wirklich einiges zusammenkommt, so wie jetzt bei uns 2019. Aber auf jeden Fall hat uns diese Art von Detektivspielen sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, es hat natürlich schon so seinen gewissen eigenen Charme und ist zur Abwechslung mal was ganz anderes, als die Geschäftslogik an fachliche Wünsche anzupassen. Und damit wären wir dann nun bereit für Fragen, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge. Wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank an Leopold und Lukas für den spannenden Vortrag. Und in der Tat haben wir auch Fragen. Zuvor würde ich gerne noch diese Feedback-Umfrage starten, die gerne jeder ausfüllen mag, der das möchte. Und die erste Frage wäre von Kevin Kovac. Ist das verwendete Analyse-Tool bzw. die Anwendung JMeter auch für die Messung bzw. Analyse anderer Performance-Daten nutzt bzw. anwendbar, zum Beispiel die Performance einer gesetzten Ressource? Das heißt, ich habe zum Beispiel in einem Data Warehouse Daten zur Eingangsmenge, Anzahl erstellter Tasks, Telefonievolumen sowie vorhandene und tatsächliche verfügbare Ressourcen. Hier wäre für mich dann interessant zu sehen, wann die Produktivität nachlässt bzw. unter bestimmte Schwellenwerte fällt als Live-Monitoring und anhand historischer Daten oder von vorkonfigurierbaren Parametern Projektionen erzeugt werden können, wann Flaschenhälse bevorstehen, sprich ein Rückgang der Performance zu erwarten ist und hierzu gegebenenfalls ein automatisierter Alert möglich ist. Okay, also JMeter an sich selbst für sich jetzt
ist eher weniger ein Monitoring-Tool als mehr ein Tool, um wirklich Last gezielt zu erzeugen. Es hat durchaus Anbindung an, also man kann damit auch per JDBC-Datenbanken und so weiter testen. Das kann es schon. Aber für eben Alerting und Monitoring würde ich dann doch eher auf Dinge zurückgreifen, wie eben den Pig-Stack oder den Elk-Stack, die eben Metriken auswerten. Also sozusagen die Visualisierung, die wir jetzt nicht gerade selbst mit Python und Pandas gewissermaßen gebaut hatten, die stammten, wie gesagt, aus Elasticsearch oder eben aus Grafana. Und die bieten dann auch Ergänzungen, um dieses Alerting zu ermöglichen aufgrund der Metriken. Also damit sollte sowas eigentlich möglich sein. Genau. Ja, danke. Wir hätten auch noch eine Frage von Christian Zeitz. Der müsste jetzt sprechen können. Hört er mich jetzt? Ja, offenbar. Ja. Gut. Meine Frage geht so ein bisschen in die Abschätzung. Ihr habt ja letzten Endes einführend sehr schön geschildert, dass es eben da wesentlichen Projektionen gibt, die aus fachlicher Natur eben an euch herangetragen werden. Und daraus ergibt sich dann eben ein zu erwartende Last auf eure Server. Ich wollte mal fragen, wie genau glaubt ihr denn, dass eben sowas sinnvoll ist? Wenn ich natürlich zu weit oder zu grob schätze, könnte ich mir natürlich möglicherweise mehr Stress machen, als ich muss. Und insofern ist für mich einfach mal die Frage, wie genau sollte denn eine solche Abschätzung sein, die ihr da anfangs reinbringt? Also in unserem Fall war es einfach, weil sozusagen von den Stakeholdern schon Wunsch vorgegeben wurde, was erreicht werden sollte. Das heißt, da war das gewissermaßen die Linie, auf die wir hinarbeiten konnten. Beziehungsweise der Übersetzungsprozess schon irgendwo vorher stattgefunden hat. Genau. Was wir halt getan haben tatsächlich, um jetzt vom Black Friday 18 auf 19 zu extrapolieren, einfach weil wir da auch nicht genügend Daten hatten, so was die erwartete Lasten angeht, ist gewissermaßen einfach von den Zugriffszahlen gewissermaßen die Zugriffszahlen einfach an entsprechend zu skalieren sozusagen, dass du dann einfach einen Tag in der Nähe der Vergangenheit suchst, wo ein viel Betrieb war, da einfach die Requests dran skalieren und das Gesamtvolumen sozusagen, die Gesamtbaseline dann anhand der Gesamtzugriffszahlen aus dem vergangenen Jahr zu skalieren. Das ist gewissermaßen das Beste, was wir tun konnten, weil wir eben zu dem Zeitpunkt noch keine konkreten Daten hatten, wie genau die einzelnen Request-Verteilungen aussehen müssten für unseren Lasttest. Wird hoffentlich dieses Jahr besser sein, weil wir halt wirklich tatsächlich die Logs von Black Friday so lange aufheben werden. Ja. Genau, also wenn man natürlich die Daten aus den letzten Jahren selber hat, kann man natürlich auch mal einfach anschauen und schauen, inwiefern das linear ist oder nicht. Mein persönliches Gefühl ist, dass es bei uns die Last überproportional zum Umsatz steigt, also dass die Kunden tendenziell mehr rumschauen, wenn es mehr werden. Wir haben da tatsächlich jetzt auch gerade eine Analyse am Laufen, die das Ganze mit ein bisschen mehr Daten unterfüttern soll. Aber ich kenne da noch keine Ergebnisse dazu. Ja, danke. Dann hat noch Sven Rautenberg eine Frage. Die darf er gerne selbst stellen. 1, 2, 3, ich höre mich. Wir hören dich. Ja. Hervorragend. Ich habe sogar zwei Fragen. Die erste Frage, wie groß muss ich mir den Cache vorstellen, den ihr da am Ende hingestellt habt? Größenordnung mehrere hunderttausend Einträge oder Elemente. Ja. Oder Gigabyte. Achso, da habe ich tatsächlich gar nicht. Da habe ich keine Zahl parat, sorry. Also so 64 oder 28 Gigabyte oder super riesengroß im Verhältnis. Nee, also es ist schon. Also in mehrere 10 Gigabyte vielleicht. Aber das ist immer Daumen. Bis mittlere zweistellige Zahl. Und wenn ihr sagt, so nachts macht ihr Lasttests, ist das dann automatisiert oder sitzt ihr dann vorm Rechner und guckt euch das an? Das ist mit Nachtschicht. Ja, ich habe es mir schon fast gedacht. Ist das vermutlich aus dem Grund, dass ihr da dann live irgendwelche Erkenntnisse gewinnt. Einmal das und auch, was potenziell schiefgehen kann, das ist ein Risiko einfach, das man nicht tragen möchte. Dass man einfach den Shop abschießt und am nächsten Tag nicht da ist. Ja. Ich meine, gelegentlich ist es halt auch so, dass man gewissermaßen verschiedene Optionen hat für Tests, die man ausführen kann.
und das dann einfach davon abhängig macht, wie ein initialer Test sich verhält. Wenn sozusagen eine Optimierung schon einen großen Erfolg bringt, dann kann der zweite Test auf eine andere Art und Weise durchgeführt werden, als wenn man beim ersten Mal halt schon keine Verbesserung sieht und dann was ganz, einen ganz anderen Ansatz ausprobieren muss. Das ist aus dem Grund, wird es sich auch schon anbieten, zumindest wenn nicht einfach immer der gleiche Test sozusagen gefahren wird, da einfach manuell drauf zu schauen, um auch auf die Ergebnisse schon direkt reagieren zu können. Okay, vielen Dank. Ja, wir bedanken uns auch alle nochmal für den Vortrag. Es ist jetzt eigentlich nominell die Zeit vorbei, aber wir können das gerne noch 5 Minuten offen lassen für weitere Fragen, weil die Mittagspause im Anschluss ist und wir dadurch niemanden blockieren. Ansonsten nochmal vielen Dank für den Vortrag. Es gab noch eine Frage aus dem Zuschauerraum, und zwar, welche Tools wurden denn jetzt genau verwendet, außer JMeter und Grafana? Und könnte man das auch für Human Resources einsetzen, um die zu steuern? Da bin ich nicht ganz sicher, wie die Frage gemeint ist. Also konkret verwendet, also das ist Elasticsearch, also Entschuldigung, Kibana, hinter dem Elasticsearch für die Daten im Endeffekt steht, die aus dem Logs mittels Logstash extrahiert werden. Genau, ansonsten haben wir noch irgendwo ein Bild, du hast noch geshared, Leo. Ja. Auch irgendein Bild von Grafana. Ja. Da zum Beispiel. Das rechte. Genau, das rechte ist eben so ein Grafana-Dashboard. Oder hier. Das sind Daten aus einer InfluxDB liest oder aus Prometheus visualisiert. Genau. Wobei wir haben das Ding jetzt nicht selbst aufgesetzt. Da muss man, glaube ich, Kollegen fragen, die das gemacht haben. Wir haben sozusagen von der Visualisierung davon ausgehend gebaut. Für die Metriken, die verfügbar waren. Die Daten als solche stammen teilweise auch von den MX-Exportern aus der Java-Applikation, die da läuft. Teilweise sind es einfach Applikationsmetriken von CPU-Last, Speicherauslastung, I/O-Daten und so weiter, Netzwerk. Und mittlerweile schreiben wir tatsächlich auch gewisse Applikations-Log-Events in den Grafana, in das Langzeit-Monitoring, um einfach zum Beispiel auch nachvollziehen können, wie sich über einen längeren Zeitraum hinweg Fehlerraten verhalten. Genau, Zuschauer hat nochmal einfach das präzisiert und gemeint, er kennt sowas aus der Software von Telefon-Agents, wo die Performance der Agents angezeigt wird. Ich würde sagen, wir können da sagen, dass das ja quasi mit Elasticsearch und einem typischen Kibana-Stack zum Beispiel auch möglich ist, solche Datenquellen anzuzeigen live. Genau. Man muss nur dann dementsprechend das natürlich mit der Software auch verbinden. Genau. Genau, und das ist ja eine wunderbare Anwendung, die ihr da gezeigt habt. Genau. Und was jetzt unsere ganzen Custom-Tools angeht, die sind hauptsächlich in Python selber geschrieben, teilweise glaube ich sogar auch in Knoblot, einfach weil der Hintergrund der Leute, die damit arbeiten, sind vor allem aus dem naturwissenschaftlichen Umfeld, die es einfach gewohnt sind, damit zu arbeiten. Genau. Und auch Dinge, die einmal zum Verzeihung. Wir haben noch eine Frage von Leonid Kof. Wäre es sinnvoll, Korrelationen im statistischen Sinne zwischen unterschiedlichen Monitoring-Zeitreihen zu messen? Das könnte man dauerhaft im Produktivbetrieb mitlaufen lassen. Ja, zumindest interessant tatsächlich. Man müsste wahrscheinlich mal einen Testballon starten, einfach um. Also möchte sich auch über Alerting vermeiden. Sozusagen, dass einfach nur in den Fällen alertet wird, erstmal, wenn es wirklich als Problem kommt. Und ich glaube, wir müssten erstmal ein bisschen Zeit reinstecken, um da das Ganze so zu tun, dass sozusagen die richtigen Fälle erfasst. Aber insgesamt, glaube ich, ist schon ein interessanter Ansatz. Alles klar. Dann nochmal vielen Dank für den spannenden Talk. Es wird jetzt hier bei Track 5 weitergehen um 13.30 Uhr mit Day in Life as a Remote Worker using Slack. In der Zwischenzeit haben wir eine Mittagspause eingeplant von circa 20, 25 Minuten. Und wir bedanken uns alle nochmal für die zahlreiche Teilnahme und für den spannenden Vortrag und natürlich auch für die spannenden Fragen. Dankeschön. Danke auch. Vielen Dank.